klar bin. Mist. Aber nur alles auf an. Okay, okay. Jagdzunge. Kasse. Dann kam der Gong. Kling, klang, klong. Die Klingel. Klar bin. Und Schneekugel. Raschel, raschel. Lass mich raten. Nur mal so aufgrund einer... Cool. Geh mal. Los geht's! Was für ein merkwürdiger Raum. Also die Jagdstatue finden wir hier nicht. Dafür ist ihre molekulare Struktur zu weiträumig. Aber vielleicht gibt es Hinweise. Langweilig! Also gut. Suchen wir mal, wie man das in so einem Spiel wohl macht. Okay. Wie man das in so einem Spiel wohl macht. Wir haben hier einen Haufen Blödsinn. Aber ich möchte jetzt mal was gucken. Weiterspielen. Einstellungen. Spiel speichern. New Save Game. So. Was war das? Was war denn das? Laden. Ah, jetzt verstehe ich es. Jetzt geht's gleich. Jetzt geht's gleich. Oder? Nein. So. In diesem Sinne, meine Zeit für heute ist um. Ich muss jetzt auch ein bisschen in die Haie. Ja, dann wünsche ich euch, keine Ahnung, schönen Abend, schönen Morgen, schönen Mittag, wann auch immer ihr das gerade anguckt. Wir sehen uns gleich wieder. Was für mich heißt, dass ich jetzt eine kleine Pause mache, beziehungsweise eine Pause von einem Tag oder so. Und sag bis später. Hallöchen zurück. So, ich habe jetzt erstmal einen Energy Drink aufgemacht und dann wollen wir uns doch hier mal umgucken und gucken, was mit dem eigentlich nicht stimmt. Ein Poster. Das sind sehr, sehr merkwürdige Poster. Offenbar die neue Yak Fashion Frühjahrskollektion. Hier modelt der Modedesigner noch selbst. Und genau sieht's auch aus, sagt er bei jedem Post schön, das Gleiche. Dass Jack Fritz sein eigenes Model ist. Ein Statement gegen die Modelbranche, in der nur Jugend, krankhafte Schlankheit und Künstlichkeit zählen. Trotzdem, Igitt. Was haben wir denn hier alles? In Mülleimern finden die Detektive doch immer ganz viel Wichtiges. Schau doch mal nach, Berndi. Ja, genau. Na klar. Immer ich. Wühl im Müll, du Sau. Wieder watschelt so geil. Sieh mal an. Stell dir vor, ich hätte den hier nicht gefunden. Ein Desaster. Bestimmt, wühl noch mal. Oh, ein Ratgeber mit Namen in 10 Tagen zur Bikini-Figur. Hat bei Jack Fritz offenbar nicht geholfen. Lass ich lieber im Mülleimer. Okay. Bernd. Nee. Guck mal ein hier. Ein Notizblock. Man kann den Abdruck eines Stiftes erkennen. Na dann. Man kann den Abdruck eines Stiftes erkennen. Das sollst du nehmen. Man kann den Abdruck eines Stiftes erkennen. Ein Bleistift. Hoffentlich ohne Blei. Nee. Vielleicht will ich ja mal Notizen machen. Oder einen Malkurs. Oder jemanden pieksen. Eventuell jemanden pieksen. Ein goldener Bikini. Ein goldener Bikini aus gehobeltem Jackhorn, wie ihn Jack Fritz auf den Postern trägt. Ich finde, es verdeckt nicht seine Problemzonen. Eigentlich verdeckt es zu wenig. Viel, viel zu wenig. Ja, so könnte man das sagen. Haben wir hier noch irgendwie was? Was man nehmen können? Ein Lichtschalter. Zurück zum Jagdshop, das wollen wir nicht. Das ist ganz klar eine Kamera. Ha, es hat sich gereicht. Seltsam. Ein Jagdkopf mit 3 Augen. Eine Neuzüchtung? Eventuell. Wieso machen wir denn nicht mal das Licht aus? Komm, Berndi, mach das Licht aus.
Und dann gucken wir mal im Schwarzlicht. Ferrell sind alle Yippie! What Party! The fuck? Oh, lala. Erkenne ich das leichte Grün von harter Gamma-Strahlung in dem Jakob? Das erinnert mich an meinen ersten Praktikantenjob. Geil! Ah, ziemlich grün, diese radioaktive Jakob. Grün, grün, grün sind alle meine Hörner. Grün, grün, grün ist alles, was ich habe. Oh, mein Wuschel-Wuschel-Jakob. Wie geil ist das denn bitte? Jakob hat auf einem Zettel etwas notiert. Diesen Zettel hat es. Aber der Abdruck des Stiftes ist noch deutlich zu sehen. Geil, hey. So richtig. Man kann den Abdruck eines Stiftes umgehen. Ja, ja. Wenn es in den Arm blüht, wird so richtig lauschig. Ja, ja. Dann bereite ich dem Spuk mal ein Ende. Wie geil. Hoffentlich macht die GEMA da keine Probleme. Okay, wir haben hier Abdruck eines Stiftes. So, dann bitte. Mal drüber und dann können wir ja sehen, was er geschrieben hat. Und? Ein Notizblock. Aha. Man kann den ab... Ah, Jack Fritz hat tatsächlich Jack-Joghurt an Eisenbeißer Willi geliefert. Aber der Auftraggeber war... Moment. Ich kann's nicht lesen. Ah. Mist. Gut. Damit endet dieser Fall hier. Vielen Dank. Ich verschwinde. Könnte mir jemand helfen, dieses Kostüm auszuziehen? Och nö, Menno. Ich will aber weiterspielen. Vielleicht, wenn wir in der Zeit zurückgehen und schauen, wenn Jack Fritz was schreibt. Das ist total möglich. Aber wir brauchen Plutonium, einen Fluxkompensator und einen fahrbaren Untersatz. Yippie, weiter geht's. Ach Mist. Okay. Wir haben einen Fluxkompensator. Wir haben hier Plutonium. Können wir das Plutonium abbauen? Das hast du nicht gerade wirklich versucht. Was denn? Was ist denn? Was willst du denn? Ich hoffe jetzt ernsthaft, dass die GEMA keine Probleme macht, weil ansonsten muss ich da wieder einen Haufen schneiden. Hallo? Dann muss ich alles doppelt und dreifach schneiden. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ahaha, was haben wir denn sonst noch? Was ist das denn? Jackhornpfeile. Bitteschön. Das funktioniert so nicht. Mach's Licht weg. Oh. Yippie! Party! Ja, schau. So, bitteschön. So richtig flauschig. Doch, ich darf hier nicht einen ziemlich geprüften Streifen. Wenn es Robert, du musst nur genug Abstand halten. Ich habe zu kurze Arme für Abstand. Wie geil. Wirst du wohl aber angespuckt, dann gehst du wieder zu deinem. Ein Häufchen Plutonium habe ich. Nicht gerade berühmt. Leider, zwei Joghurt morgens, mittags, abends, liebe Kinder, bitte nicht muscheln. Ja, ihr könntet euch an der Pfeile verletzen. Alter, der Song. Wie geil, hey. Na, dann bereite ich dem Spuk mal ein Ende. Wie geil ist das denn? Das hast du nicht gerade. Was denn? Wollen wir das nicht irgendwie? Hallo? Gut, dann gehen wir mal raus. Ich weiß, wo ein fahrbarer Untersatz steht. Yay. So, wo finde ich denn jetzt einen fahrbaren Untersatz? Ganz einfach, Berndi. Überlass es mal ein Papa Dynamite. Der hat nämlich hier schon einen Motorroller. Hey, Freund mit komischer Verkleidung. Ich hätte gerne meinen Ring zurück. Hey, Bewohner von Langolien, der eine seltsame Affinität zu Nutztieren hat. Hier, bitteschön. Hier, lieber Langole, damit du deine Hochzeit feiern kannst.
Oh, vielen Dank. So. Hey, das ist mein Motorroller. Könnte ich mir die ausleihen? Na klar, ich brauche sie ja jetzt nicht mehr. Sobald ich erstmal verheiratet bin, darf ich sowieso nicht mehr damit fahren. Schnief. Na dann, viel Glück mit deinem Jack. Und danke. Genau. So, wer... mein Motorroller, awesome. Das funktioniert. Das hast... Können wir... Hallo? Nix kombinieren? Ach, dann gehen wir mal zum Priegel. Ja. Ja. Gut, dass ihr hier aufgepasst habt, während ich den fahrbaren Untersatz beschafft habe. Sonst hätte ich das niemals geschafft. Gern genau. Geschehen! Echt, Bernd? Nein. So, Priegelchen. Hier, bitte. Danke, Bernd. Damit hätten wir schon mal einen wesentlichen Baustein für die Zeitmaschine. Jetzt brauche ich nur noch Plutonium und einen Fluxkompensator. Gut, dann hast du hier mal den Fluxkompensator. Danke, Bernd. Damit hätten wir schon 1506 2259. Ach, man hätte auch sagen können, zwei Drittel. Aber gut. Jetzt brauche ich nur noch Plutonium. Gut. Bitteschön. Danke, Bernd. Dann wollen wir mal sehen. So geil. Der erste plutoniumbetriebene, fluxkompensierte Zeitreisenroller. Oh, cool. Darf ich fahren? Nein. Nein, Chili. Du würdest sonst nur wieder an der grün leuchtenden Plutoniumbatterie zu... grün. Darf ich dran lutschen? Ich glaube, ich fahr dann mal. Wollen wir dann mal? Ein Fluxmotorroller. Ab geht's. Ist das Ding sicher? Natürlich, Bernd. Ja, so logisch. Sicher wie ein ungetesteter Prototyp, der mit spaltbarem Plutonium betrieben wird, eben sein kann. Also na, klasse. Nicht. Ja, viel Spaß. Danke. Ab geht's. Ah, das passiert, wenn man in einem Computerspiel in der Zeit zurückreist. Es wird pixelig und der Sound wird piepsig. Oh Mist, ich muss mich verstecken. Ja, hier, hinterm Handtuch. Wie geil, alles voll mit Hinter Pixel. Diesem Stinkhandtuch soll ich mich verstecken? Ja. Also gut. Okay, das nennst du also verstecken, lieber Spieler. Ja. Oh Gott. Jetzt bin ich froh, dass das Bild so pixelig ist. Ja, definitiv. Mist, ich kann nichts hören. Blöderweise war die Sprachausgabe in der Vergangenheit unverständlich. Ich meinte, ich verstehe ja auch vieles nicht. Aber mit verstehen meinte ich jetzt was Akustisches, also was mit Hören zu tun hat. Ja. Wer nicht hören kann, muss lesen. Was soll ich denn bitte machen? Oh, es ist nervig. Was? Was muss ich denn machen? Oh, ist das nervig. Irgendeine Idee. Vielleicht gibt's ja Untertitel. Oh. Willst du jetzt, dass ich Untertitel anmache? Ja. Ich bin gespannt. Ernsthaft? Das Irgendeine Idee. Vielleicht gibt's ja... Nein, wie geil.